Und ich habe meine Facecam jetzt mal umgesetzt. Jetzt verdecke ich nicht mehr meine Existenz. Doch, verdeck dich. Du gehörst verdeckt. Du bist keine so Sorge, fast das Mikrofon verdeckt schon auch fett mein Gesicht, so wie immer. Oh ja. Ja, ja, das erregt uns. Ah. Oh. Oh, ja. Oh. Ja, Schwanzlutsche. Ja. Wieder eine ganz normale Super Smash Bros. Ultimate Direct Live Reaction auf meinem Kanal. Und Knuckles. Hadi. Auf dem Dynamo. Du hast doch also, New Super vergessen. Wir wollen heute ja alle Dings, Spike, den Vorarbeiter für Smash. Ja, der ist sehr wichtig. Yes. Braucht jeder, Digga. Sogar meine Mom. Ich weiß nicht, wer meine Mom ist. That's kinda sus! Vielleicht ist der Kampf ja so geil, dass ich wieder in Smash reinkomme. Haha, reinkommen. Also wenn's Waluigi okay, oder Krankrieg ist, scheiß aufs Moveset, ich werde den spielen. Vielleicht, aber als Pocket. Waluigi würde ich auch feiern. Ja, ich hab's eh gekauft, ich muss dann spielen. Ha. Das klingt nach Gewalt, ich mag Gewalt. Ich hab jeden DLC-Kick. Bisher ist in dem Video hier eigentlich nur drin, dass ich Gewalt gutheiße und mich frag, wer meine eigene Mutter ist. Yay. Ja, geil. Ja. Oh, ich glaube, ich war der Einzige, der noch drin war. King Chaos Play, Digga, das Problem ist so, von dem scheiß Krokodil so, das vordere Teil, das hängt jetzt richtig übers Mikro drüber. Oh nein. Also nur über den Mikroständer, weil haha Ständer. Haha Ständer. Ja, ich guck mir jetzt auf Französisch an. Oh ja, geil. Ah, die Krone sieht man nicht. Einmarschieren! Ja! Yes! Oh mein Gott, Napoleon vor Smash! Der echte. Frankreich. Oh no, Krange! Krange! Oh, ja, Krange! Schleck, oh ja, das war das. That escalated quickly. Genauso wie, ich muss nochmal kurz hier... Warum ist die Chat, der Chat ist für den Livestream deaktiviert, okay? Oh Gott! Oh je, das wird kein gutes Zeichen. Die wissen schon, Digga, wie sehr sich gleich alle freuen, wenn sie den Tetris L-Block announcen. Junge, ich würde mich freuen. Ja. Ach nee, das ist nur bei der deutschen Version deaktiviert. Echt? Das wäre halt noch dümmerer Meme-Char als fucking Plant. Ja. Ah, ich was? Ich bin hier in dem Chat und hier ist, es gibt gerade so die Hälfte der Leute spammt Waluigi for Smash, die andere spammt Bowser for Smash. Ah! Was? Bowser for Smash! Ich meine, wahrscheinlich meinen sie den amerikanischen Nintendo-Präsident. Ah yes, ja, Duck Bowser. Ja, genau. Duck Bowser for Smash. Noch 2 Minuten. Oh. Yes. Oh, und bei mir laggt der Stream. Stell die Bildqualität 1 runter. Ich stell deine Mutter runter. Oh. Aber wenn du dich runterstellst, holst du sie dann auch runter. Das sind die wichtigen Fragen im Leben. Ich glaube, wer es nicht wüsste, wird nicht denken, dass wir in diesem Video auf eine Smash Direct reacten. Ich react auf deine Mutter, Gang. Fuck. Ja. Irgendwie also, ist eine Smash Direct. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass Super Smash Bros. Ist. Ha. Eben, wir smashen nur eure Eltern. Oh Mann. Ich hab Max Oma gesmashed. Was? That's interesting. Danke. Ja. Meine Facecam ist so wunderschön, das glaubt kein Mensch. Oh Gott. Man sieht ja, die Hälfte nicht und was man sieht, ist einfach nur so ein hässliches Kostüm.
Okay, schnell. Schnell öffnen. Also, googelt alle Waluigi und geht auf Bilder und guckt euch Waluigi an, bevor es losgeht. Schnell geht auf Rule 34 und guckt nach Waluigi. Boah, der hat aber einen großen. Oh, ich nicht. Was? Was? Waluigi's Dong! Waluigi's Dong! Das ist noch besser als Konki Dong. Einfach Waluigi Dong für Smash. Aber nur den Dong. Ja. 23 Sekunden! Bei mir 20. Gay. Dann spoilert nicht! Okay. Ich liebe, dass da so ein Nintendo's Thumbnail Waluigi drauf ist. Ich zieh mir mal den Kopf ab, damit ich gescheit zu gucken. Letzte paar Sekunden! Jo! Alter, frohes Neues! Gegi frohes 12. Neues! Nintendo Bitch. Es ist Mario! Mario! Er muss sterben! Mario muss sterben! Ja, Mario muss sterben! Ja, Mario stirbt nicht! Ob Mario vor Smash? Jeder für Smash! Alter, lol, Terry! Was? Oh, und Steve! Oh, Min Min! Endlich Min Min 2! Alter, da ist mein Main, der Random! Oh! Wie gesagt, nicht spoilern, ich bin einen kleinen Moment hinter euch. Okay. Saku! Konnichiwa! Oh mein Gott, eine Wand! Eine Wand! Ziegel vor Smash? Was mit Top-Pflanze vor Smash? Hallo? Erster DLC? Ja, zweite Top-Pflanze. Sie haben bisher immer nur so Zusatzinhalte gemacht und kein Spiel. Stell dir mal vor, die stellen jetzt Smash Bros. Ultimate vor. Oh, erst die Mii-Kostüme. Direkt Träume zerstören. Alter, stell dich mal vor, jetzt kommt Sans. Nein. Jetzt kommt Waluigi. Waluigi ist oh nein, schon ein Kostüm. Ja, stimmt, Waluigi, Waluigi ist schon längst ein Kostüm. Was? Oh, oh Gott, ist das hässlich. Was? Oh mein Gott. Das ist richtig hässlich. Die sehen so im Spiel. Ich wundere es gerade auch, das gab's ich noch weiß, nicht. Aber es ich war mir sicher, dass es das schon gab. Okay. Dachte ich auch eigentlich irgendwie. Ein Fass. Oh. Was? Okay. Das sieht dumm aus, aber irgendwie lustig. Fass for Smash. Oh mein Gott, das Fass ist noch nicht deconfirmed. Fass for Smash. Bowser, aha. Bowsers Arschloch for Smash. Ich sag, Bowser wird überfahren. Ah, nee. Oh. Was? What? Oh, oh, was? Ich darf schon. Was? What the fuck? Okay, das hat sich dann wohl erledigt. Da sterben die ersten Träume. Träume sterben von Leuten jetzt schon, ja. Da war eh zu brutal, das Smash. Das hätten sie nicht machen können, so. Aber ich hätte nicht unbedingt gebraucht. Ja, aber das ist schon eine Nice, irgendwie. Es ist Doom Guy Mii Kostüm. Ach, meine Fresse. Oh, geil. Die ersten schalten jetzt schon ab. Doom, Alter. 19. Oktober, dann wird da wohl auch ja, der DLC heute in 2 Wochen. 2018年3月、最初のムービーが公開されました。 Jetzt auf zu labern, ich will spielen! Ich will nicht, dass es lädt!
Oh, ich glaube, jetzt fängt's an. Ja, wie gesagt, nicht spoilern, die paar Sekunden. Oh, ich bin gespannt. Sehen Sie sich das an. Oh, dieser Blick, als er das gesagt hat, macht mir Angst. Ja, auch. Sehen Sie sich das an? Sehen Sie sich das an, euer... Everyone, ja, oh. Everyone is here. Jetzt die Parallele zum ersten Smash-Trailer. Ach, Smash. Danke. Hör auf, da draußen zu. Oh. Was passiert? Was? Ich hatte doch... Wenn das sieht aus wie Dark Souls, aber ich glaub's nicht. Was? Ist es der Story-Mode? Hä? Ist es Brawl-Story-Mode gerade? Sieht das so ausgefühlt? Das sind einfach Trophäen. Das sind Amiibos. Ist so. Amiibo for Smash? Ist es Dark Souls? Ist es Dark Souls? Was? Das sieht wirklich aus wie Dark Souls gerade. Mario stirbt wenn gleich ja, wieder. Sterbe ich. Los, wenn jetzt ja, ein Schwert ins Feuer. Stirbt Mario? Was? Hä? Was? Was? Ah. Was? Nein! Okay, nein! Ach du meine! Ich gehe! Tschüss! Warum? Ich kenne wen, der das so feiern wird, aber ich bin nicht dieser jemand. Es. Ich dachte wirklich, die machen das. Hey. Als ob. Schwertkämpfer Nummer 58. Und jeder fucking Fanboy wird den main. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Oh. Ja, jetzt geh runter, geh sterben. Und jetzt Plot Twist, Waluigi kommt noch. Der schiebt jetzt einfach Sora ab und kommt stattdessen selber in Smash. Hier ist vielleicht irgendwas von Fantasy. Hier muss ich an diesem tollen... Ist finally here, nein. Niemand hat den gebraucht. Ich war auch überrascht. Ah ja. Ich hab immer noch gehofft. Ich hab die ganze Zeit gedacht, irgendwann kommt ein Smash-Trailer, wo sie einen Charakter ankündigen. Aber dann doch nicht der Charakter, sondern anderer kommt. Das wäre toll gewesen. Aber nein. Oh, ich hasse die Japaner. Yay. Kingdom Hearts sind solche Scheißspiele. Hey, die Lore ist actually deep. Die ist sehr deep, ja. Die versteht keines auch. Deswegen. Ja. Das ist einfach nur ein Clusterfuck, die Lore. Es ist eine tiefe Lore, okay. Die macht Sinn, okay. Die absolute Enttäuschung. Gott, es sieht nicht aus, als würde ich... Der Kerl auf der rechten Seite heißt Mario. Oh, danke, Captain Obvious. Wow. Ja, wer hätte es gedacht, ein Schwertkämpfer. Nein. Fällt euch auf, dass die scheiß Schuhe größer sind als dein Kopf. Ja. Ja, vor 6 Jahren, die haben sich Neues gemacht. Ja, ist so. Die Umfrage vor 6 Jahren. Ich krieg Cancer. Ach warte, hatte ich ja schon. Kekka o hatpyou dekinakatta koto wa moushiwakenai to omotte imasu ga nagaki o hete konnichi no kekka ni tsunageられたことは yokatta to omimasu.
Ich riech schon, Digga, das wird der nächste Top-Tier-Sword-Character. Ja, gut, wir brauchen noch einen Lucina-Klon, der sich genau gleich spielt. Oh ja, bitte. Es existiert auch Magie, bedeutet campen. Yes. Endlich ein Sword-Zoner. Oh ja. Aber das heißt endlich, Hero ist schon nervig genug. Und Jan Link. Well. Sag nichts gegen meinen Main, Alter. Der ist nervig. Ach du meine Fresse. So, lass mich raten, der Typ hat jetzt auch Ascen oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall eine Comeback-Mechanik. Oder ich kann mir auch vorstellen, vielleicht sowas Monado-ähnliches. Oh ja, geil. Ja, aber... Ah, geil. Sagte er gerade, die DLCs sind schwierig. Hat er Pyra und Mithra vergessen? Oh, easiester Char im Spiel. Ja, der ist schwer. Warum ist er so floaty? Och nein, ich hasse es. Es sieht aus, als hätte wir den Kopf in den Arsch kriegen. Was ist das? Ich hasse es. Jigglypuff als Schwertkämpfer? Nein. Oh mein Gott, der ist ultra leicht. Leichter als Melinda, warte. Leichter als Young Link. Ultimate Frame Data. Wie viel wiegt Melinda und Young Link? Sheesh. Sehr leid. Ja, das war dann auch meine Hoffnung, dass noch irgendein Heavy im DLC kommt. Ja. Wo ist denn wir denn da? Gar nicht die Isabel. Oh, ja gut. Dann auf jeden Fall wie Little Mac oder leichter. Nice. I don't care. Egal. Ja, das sieht genau wie das erste aus. Ich erkenne jetzt keinen Unterschied. Yep. Und natürlich brauchst du auch ein edgy Design. Och Gott, was ist denn das? Das ist ein Angriff, Alter. Oh mein Gott, das sah aus wie eine Neutral Air. Und zwar eine Neutral Air, die ich nicht... Oh ja, wir brauchen Cloud Smash 4 Neutral Air. Das sah halt echt so... Das sah aus wie Mithra Neutral Air 2. Jetzt mal ernsthaft, wo ist... Außer die Farbe am Rand vom Ärmel, wo ist der Unterschied zwischen 2 und 4? Bei Netto. Nein. Nein. Oh mein Gott, diese Pose, ich hasse es. Wow, sogar mehr Farbvariation. Oh yeah, jetzt sieht er einfach nur komplett rot an. Er ist rot. Oh, komplett blau gibt's auch schön. Wow, ich komm noch komplett gelb und grün, bitte. Oh Gott, das ist ja das ist der hässlichste bisher. Meine Fresse! Zebra! Da mach ich Jagd drauf. Der letzte. Ich hasse es! Okay, Pinker Gren ist nicht mehr der hässlichste im Spiel. Ich hasse es! Sah aus wie so, als hättest du den Lenny-Emote genommen und auf. Ja! DLC の中では最も強いOh, jetzt die Kampftechniken, jetzt wird's wild. Oh nein. Möchte gerne auf alle Kämpfer zurückblicken. Ja, wir und nehmen von jedem stärksten. Alle Mechaniken. Mann. Der kriegt Heroes. Der kriegt Heroes Downbeat, der kriegt. Menu KO Punch, Tap Guy. Der kriegt Monados. Ascen, Monado. Kriegt Random Armor, so wie Little Mac auf allen Smash Attacks. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, geil, ein generischer Schwertkämpfer. What the fuck, was ist das für ein seltsamer F-Tilt? Wer ist gegangen? Das sieht eher aus wie ein Up-Tilt. Ah, Up-Tilt, ja, genau. Einfach Kombo, ja, das ist einfach der Jab. Und, Oder, warte. Was zum Fick, Digga, das sieht nicht aus, als würde es Spaß machen, dagegen zu spielen. Warte, was? Der Luftangriff wird, glaube ich, am meisten. Ach, ja. Meine Fresse, das ist halt einfach Jigglypuff with a sword.
Dieser Luftangriff, der stört mich. Was ist das? Eine Aerial sollten nicht so wie ein Jab funktionieren. Sind das alles Multi-Hits? Oh geil, Digga, wenn der so aerial kämpft. Ah, natürlich, das Auto cancelt auch noch richtig früh. Digga, das sieht spaßig aus. Ach du meine Fresse, bitte töte es. Nee, der Grab sah nicht true aus. Ja, war er auch nicht. Ja, das war wahrscheinlich true. Hier, Mann. Sicher. Gemein, dass ich leider was spielen kann. Ich will nicht. 2 Wochen sind wir noch frei von dem da. Hoffen wir einfach, dass das ganze Roster dagegen gebufft wird. Oh geil, Mithra Up Smash. Oh ja. Die werde ich in 2 Tagen Minden bekommen statt das hier. Eindeutig schlimmer. Oh ja, das Combo auch noch. Er hat, oh mein Gott, diese Abi sah schrecklich aus. Der Downtilt sieht aus, als wäre er von Greninja geklaut. Abi sah allerdings wie eine schreckliche Recovery aus. Oh yay, bei Left Out. Ich glaube, ich weiß nicht, wieso sie kein neues Badass gemacht haben, weil sonst von jeder von Luigi genommen hätte. Aber kein Kill-Confirmation aussieht. Bei Left Out, außer ab, er ist ein Kill-Move. Es wird einer sein, glaube ich. F-Smash, er sieht aus wie jeder Standard-Swordy F-Smash. Relativ. Fühle ich nicht. Oh yay, von Lucina, Roy. So, wer hat noch sowas Chrom geklaut? Ja. Aha. Das soll jetzt besonders sein. Nicht. Oh, Downtilt Up Smash. Ah, Downtilt Up Smash. Nur, dass man sich nicht mal bewegen muss dafür. Was zum Fick ist das? Oh nein! Nein! Cable Down Smash! Oh Gott. Es sieht zwar nach weniger Killpower aus, aber K-Rule Down Smash. Back Air sieht, das sieht aus wie der langweiligste Move im Spiel. Ja. Ich kann nur Cloud Back Air, aber ein bisschen langsamer und mehr aktiv. Das ist einfach Jigglypuff Back Air, aber mit einem Schwert. Ja, geil. Ja, das ist einfach Roy. Wow. Sieht aber nicht so sehr nach einem Kill-Move aus. Das heißt, Downtilt Up Smash funktioniert, du musst nicht mal laufen dafür. Ja, stimmt auch wieder. Diese Down Air sieht irgendwie scheiße aus. Ja, die sieht grottenschlecht aus. Sieht lustig aus. Die sieht so schlecht aus. Gross. Oh Gott, das sieht aus, als könnte man da draus Kombos machen. Ja, okay, das ist ein Kill-Move. Ja. Ja, das ist normal. Cool. Okay, daraus kann man auch mehr komboen. Meinst du, kommt auf den Hits dann an. Oh ja, Bayonetta. Oh mein Gott, ich hasse es. Wir brauchen mehr Bayonetta. Und Down Throw ist ein Combo Throw. Ja. Wir bekommen einfach Smash 5 Bayonetta. Oh ja. Ich sag doch. Ah ja. Oh nein. Hab ich nicht gesagt.
Die wechseln sich aber in der Reihenfolge. Oh, das hört sich auch noch so absolut bescheuert an. Das ist reihenfolgenabhängig. Oh, dieser Blitz sieht blau aus. Oh ja, das Hero Side B. Dieser Feuerball sieht scheiße aus. Ja, aber die Blitze werden nervig as fuck. Ja, und das ist einfach Icy's. Feuga. Okay, man kann das spammen, aber es sieht aus, als könnte man da einfach rausspringen. Ja. Yay, Samus Mind Games. Yay, tötet mich. Ja, der Move sieht dumm aus. Ich glaube, da muss man im richtigen Moment durchrollen, um da irgendwas dagegen machen zu können. Ja, komm, sag mir doch bitte, dass das wie Pikachu Thunder einfach spiked. Ja, bei Max explodiert alles. Was zum okay, es killt wird zum Glück nur nach zur Seite. Das ist trotzdem so ein mieser Edgeguard. Aber trotzdem broken zum Edgeguard. Diese Abi ist halt einfach Link, wie man sieht. Ist aber dafür echt keine gute Recovery. Aber wetten, der hat eine broken Side B. Also hier, sorry an die Zuschauer, die seltsamen Geräusche sind auch mehr aus dem Discord. So länger bleiben sie eigentlich von mir gut. Jetzt kommt drauf an, wie lange man eingefroren wird und was man daraus machen kann. Ja, Reflection. Ja, wow. Ja, Magie halt. Aha. Damit könnte man wahrscheinlich ganz geil Edgeguarden, wenn man das so pocketet, aber... Ja gut. Na. Das sieht hier irgendwer hier aus wie ein Villager-Spieler. Und das sieht aus, als würde ich diesen Charakter niemals facen wollen. Ja. Oh ja, geil. Komm, sag mir bitte noch, dass die Move einzeln stalen, damit man noch dümmer spammen kann. Was? Das ist ja so ein broken Ledge Trap und Edge Guard, dieser Blitz-Move. Also da kannst du eigentlich nur super low gehen. Und der taunt oben. Hat er gerade Viagra gesagt? Ja, genau, Viagra. Was zum? Oh nein, es ist Bayonetta. Es ist dreimal. Es ist einfach Quick Attack in Broken. Okay, naja. Quick Attack in noch mehr Broken. Ja, so viel Range hat's nicht und ist relativ langsam, deswegen ist es so Broken. Es sieht aus, als könnte man da einfach reinrennen, Forward R drücken. Ja, es sieht trotzdem nach einem scheiß nervigen Move aus. Oh, Homing, ja, der Charakter ist ja schon nicht easy genug, so wie er aussieht. Ich hasse alles. Was? Hey, die Bewegung sieht doch gar nicht so aus wie Grinja, das sieht eher aus wie Pikachu. Er hat Pikachu erwähnt. Lass mich raten, das lässt einen wahrscheinlich nicht mal freefall, ne? Immerhin sieht es relativ unsafe aus und shieldet auf, ja. Aus, wenn man alles schildert. Ja, Link. Tornado, ja, das Link. Ich will nichts sagen, aber fuck, wirkt dieser Charakter nervig und uninspiriert. Ja, so wie Kingdom Hearts halt. Oh mein Gott, das tötet nach oben. Oh nein. Nein, ich will nicht. Oh ja, klar. Ach nein. Ach so, der kann, der ist nicht im Freefall danach. Du kannst direkt zu Ledge recovern.
Okay, die Recovery ist broken. Ja, und dazu ist er eben auch noch so floaty. Ja, der Recovern war nie einfacher. Yay. Endlich muss man sich gar keine Mühe mehr geben. Was? Der kann von der Down Air recovern. Die Down Air ist zwar Trash, das sieht man, aber... Die Hit war so aktiv. Das war, ja, easy Edgeguard. Ich hasse es. Ach du meine Fresse. Sieht auch, also das ist bisher von allen DLC-Chars der größte nervige Scheiß-Char, der einfach nur scheiße ist. Das sieht so aus. Die Deep das sind Pikachu Edgeguards. Ja, ist so, der ist eine halbe Stunde offstage. Ja, Jiggy kommt plus Pikachu. Oh ja, natürlich hat er einen Konter. Das sieht zwar aus wie ein eher schlechter Konter, eher so schuldmäßig, aber... Ich hasse... Ja, das sieht aus wie von Schuld kopiert. Verhält sich anders als bei anderen Kämpfern. Du kannst ihn fast gar nicht von der Stage killen. Hä? Und was, was ist da jetzt anders dran? Nur Animation. Ja, wow. Ja, natürlich, Skate, der Konter. Warum bekommt jeder einen Konter, der Skate, aber Greninja nicht? Tippt euch. Lucario auch nicht, soweit ich weiß. Oh, der trifft nicht hinten, danke. Eine gute Sache. Es ist zumindest kein Reflektor. Ein Reflektor, der nach hinten reflektet, das ist ja sinnvoll. Aber ich find's okay, dass es so ist. Das, ja. Ah, es wird im Prinzip reflektet, aber halt nicht in die andere Richtung dabei geschleudert. Ja, in 1v1 also komplett irrelevant, wahrscheinlich. Ja, ist bei Bayonetta dasselbe. Der Final Smash, ja gut, Final Smash interessiert mich wenig. Wow, ich werde dazu keine Details verraten. Wir wollen, dass sie es selbst sehen. Also, wenn Niki kommt, ist ja so komisch, Niki in Smash zu sehen. Der Story in Kingdom Hearts, der keine Augen nie gespielt. Ich will auch nicht das. Ich will nicht. Legal Stage vielleicht? Stage, die wird doch niemals legal bei dem. Obwohl, meinst du? Oder? Das sieht aus wie Smash Bros. Mir gefällt das, muss ich sagen. Sieht aus wie Tuck, nur ohne die Tuck-Plattform oben rechts. Das stimmt. Sieht legal aus. Ja. Ich hoffe, die wird legal. Ich nerv nur ein bisschen der Hintergrund. Ja, ich hasse es. Aber jetzt im Video, wenn die Kämpfer sich nicht bewegen, acht mal noch mehr drauf als im Spiel. Ja, ich hasse es, wenn Leute so FD und NC werden beide so hart wegen dem Hintergrund gebumst. Ich finde die Stage voll okay, ich hoffe echt, dass die legal wird. Ja. Ich finde ganz okay, die Stage. Aber die Plattform wirkt ein bisschen höher als Smash will. Oder? Oh. Was? Okay, das ist nicht legal. Na, man kann. Obwohl, aber vielleicht, wenn man Hazards ausmacht. Das sieht aus wie Stage Hazard. Das wird wahrscheinlich ausgemacht, oder? Ja. Wobei ich sagen muss, selbst wenn, das verändert die Stage kaum. Das ist nur Hintergrund. Es verändert die Stage halt nicht wirklich. Oh Gott, ich sehe gerade nur. In dem Bereich, Digga, guck mal unten rechts, Game & Watch erkennt man ja saugut. Ja. Die Stage sieht so aus, als wäre es eine gute Grenade. Wo ist Mickey? Ja.
Es sieht auch aus wie eine Stage, die ich mit Warum sah dieser komische Ventus da im Hintergrund 1 zu 1 aus wie Sora? Ich hoffe einfach so sehr, dass sie Stage-Liege wird. Ja, das hat in der Lore tatsächlich einen Grund, weil es irgendwie so irgendeine Kopie oder so, keine Ahnung. Oh ja, Battlefield war mega. Ich bin in den Hearts-Lore. Ich habe damals das Toilet Place gesehen. Ich habe die tollen Zusammenfassungen. Ja, die Zusammenfassung ist genial. Ja, er sagt, dass er mit Kazuya Scheiße gespielt hat. Ja. Da hat er halt nur B gedrückt irgendwie. Ja. Was zum Jonas schreibt mir auf WhatsApp, Curry King, Geschmack ist King. wieder ein Special Windscreen. Ja, mir egal. Ja. Ja, die anderen Final Fantasy Charaktere. Nice. Die ja, die Stage mag ich aber. Das warum ist der HP? Er sagte, er spielt mit HP, der Hund. Die Stage soll ein legal sein. Ja, schau. Das wird legal, glaube ich. Ich hoffe es. Es kommt echt drauf an, wie das am Ende wirklich ist mit diesem Verwandeln der Stage. Ich will sie lieben. Okay, der F-Smash hat scheiß viel Endlag von ihm. Ja. Allgemein. Der macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Ich glaube auch nicht, dass der. Der sieht einfach nervig. Der sieht aus, als wäre er nervig, aber nicht so krass. Irgendwie. Ja. Wie Sephiroth. Sephiroth ist gut und nicht besonders nervig. Sephiroth ist broken. Sephiroth, you. Ropes and Bombs, Ropes Sebastian and Bombs. Sebastian Roth ist broken. Ah, ich wurde besiegt. Standard Luftangriff. Hier, dieser kleine Morph ist halt das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Aber das sieht auch nicht aus, als sollte man deswegen die Stage anliege machen. Ja. Es verändert sich halt eigentlich wirklich nur der Hintergrund. Ja. Ich glaube, die Ränder der Stage unten verändern sich minimal. Ah, jetzt macht er mal den Final Smash. Aha. Oh. Wow. 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 Das sieht ja krass aus. Ja, das ist viel krass. Jetzt kommt Sephiroth viel geilerer als Final Smash. So. Sieht so geil aus, Junge. Ich muss sagen, Sephiroth Final Smash ist, glaube ich, der stilistisch einer der geilsten auf denen. Ja, ich mag auch K-Rules. Ja. K-Rool ist schon auch geil. Nur bei K-Rool mag ich nicht, dass F-Row reinkommt. Och, ich mag das. Los, spam die Projektile, Sakurai! Nein, er spielt lieber Bayonetta. Hört ihr diesen Controller? Der Controller wird misshandelt. Ah, das meinte er mit Ende. Das oh ist Gott, dann nicht der klassische Killscreen, sondern so was anderes. Wo ist Mickey Mouse? In meiner Hose. Oh Junge, du Hund! Zornriss, das ist doch eh nur Weep-Scheiße. Ja, Musik hat Kingdom Hearts ein paar gute Tracks, bin ich mal gespannt. Ich kenne einen, den fühle ich sehr, einen Track. Und der Track ist nicht dabei. Scherz für die Notte. Yay. Warum hat er so große Füße? Das ist Corbin 2.0 oder was? Wow, man bekommt eine andere Musik und der Track ist fucking gut auch, wenn man das Game da noch hat. Was soll das? Wow. Smash-Spiel werden sich bestimmt deswegen das Spiel holen. Ja, ganz sicher. Voll, Digga. Eins gibt's noch. Ah, Windscreen, ja. Wow. Ja. Wow. Halt normaler Windscreen. Krass. Ja. Das ist so hart, dass am Anfang auf die First Flame war. Ja, das sah so nice aus. Und, aber dann so eine Scheiße. Hm.
Ich dachte wirklich, da kommt gleich fucking Grin um die Ecke. Das ist viel besser gespielt. So, so leer. Oh yeah, ich will es. Ihr dachtet auch, ihr habt euch so gefreut hier über Dark Souls und dann kommt Sora. Es ist nur gefeiert. Allein schon die Hollow, der Charakter, den man spielt, so. Da wäre so viel Vorsicht da gewesen als Charakter. Dark Souls ist auch nicht das, was mich am meisten juckt, aber wäre mir lieber als Sora. Gleichfalls. Ja, wenn es nochmal super. 19. Oktober in 2 Wochen. Yay. Winters. Yeah. Wir sind so begeistert. Yeah, Amiibo. Das gute Stück habe ich nicht bei mir. Yay, yeah, Steve Amiibo. Steve Amiibo. Steve. Das sieht sehr nach Steve aus. Ja, ist Steve Amiibo. Der Helikopter, krass. Wow. Oh. Egal in welchem Winkel es ist und dann. Oh, mein Mann, du Franz und Julia! Digga. Für die scheiß Sims, Alter. Ja. Die Titel sind so bescheuert. Ich kenne jemanden, der wird diese Präsentation so hart feiern, aber... Schlag ihn von mir. Was zum... Oh Mann, da kommt mir sowas. Hä? Was? Was ist das? Oh, guck mal, Anime. Wow. Warum hätten sie nicht Dagi B für Smash ankündigen können? Was? Die Hälfte ist Marketing für Disney. Ich glaube, Hälfte ist noch zu gut gemeint. Hm. Was juckt's mich? Yay. Bin sich doch holen. Runter von der Straße. Boah, ich hasse auch. Hey, jetzt ist der Scheiß neben Gendorf. Der verpisst dich von da. Ist so, Gendorf ist einfach deutlich insaner. Oh ja, den. Perfekt. Warum ist Mario nicht gestorben? Ja, das ja. Macht's noch schlimmer. Zusammenfassung. Ja, guck mal, ein Kampfspiel. Pokémon-Trainer werden als 3 gezählt. Ah, ja. Der cheatet. Alter, bist du hier cool, ja. Hui. Ja, das ist nicht schlau, oder was soll das? Hui. Nice. Hui. Interessant. Darauf kann man stolz sein. Ich bin stolz auf meinen Band, aber nicht Hoi. Da drauf. Hoi. Ah ja. Hoi. Yeah. Also ich fand Doomguy als Mii-Kostüm Hyper. Ja, Hyper. Ist so. Moment, in dieser Ich glaube, wir waren mit noch keinem mit verschoben. Hat nicht so anders. Können wir bitte das nächste Smash bekommen? Ja, Digga, einfach nächstes Smash würde ich sagen, so nächstes Frühjahr.
Scheiß drauf, einfach neue Konsole machen, nur um neue IP rauszubringen. Ja, von Smash bin ich. Die ist winken, Alter, wie ihr Kopf bewegt. Aber was für ein Titel könnte ein neues Smash haben? Super Smash Bros. Deluxe and Knuckles HD. Nein, Super Smash Bros. Waluigi einfach. Und dann ist Waluigi kein Kämpfer. Ja, genau. Er spielt einfach nochmal den Trailer ab, nur diesmal auch mit Gameplay-Szenen danach. Super. Damit wir nochmal denken können, es wäre doch der größte Prank. Jetzt ist es doch noch ein neuer Trailer. Jetzt kommt noch Random Waluigi. Genau, wie das Feuer so ausgeht, so The Fire Fades and The Lost Go. Komm schon. Warum sind das ohne auf einmal Amiibo? Das macht keinen Sinn. Ja, ist so. Ich glaube, um den Trailer zu verstehen, muss man auch gefühlt jedes Kingdom Hearts gezockt haben. Ja. Ich verstehe, glaube ich, schon, was die irgendwie meinen, aber irgendwie nicht. Ja. Und sie preisen damit den Kapitalismus. Digga, warum ist Mario nicht mal gestorben? Das ist so scheiße. The Fire Fades. Also an sich ist er gestorben, er ist wiedergekehrt. Na, er soll sterben, nicht nur so semi-sterben. Es ist poetisch, dass Mario das Schwert nimmt, weil dadurch ist er wie Mickey Mouse, weil Mickey Mouse hat auch eigentlich das Schwert. Das also ist so. Mario ja. Mickey Mouse confirmed. Was? Oh, Junge, du! Okay. Warum spielst du jetzt nochmal? Er hat gezeigt, jetzt nochmal den Trailer, aber dann eben noch mit bisschen Gameplay-Szenen hinten dran. So wie es eben als ganzer Character-Trailer aussehen würde. Und jetzt kommt Waluigi aus dem Schlüsselloch. Wow. Ja, leider nicht. Ich würde mir einfach vorstellen, dass es Waluigi ist. Ich sehe den jetzt nur noch im Violett. Ich wollte doch einfach nur die Sonne preisen. Okay. Sakurai. Ich wollte doch einfach nur die Sonne preisen. Sakurai Senpai. Oh ja, Sakurai. Der könnte auch in so einer Zahnpasta-Werbung sein. Ach, meine Fresse. Hilfe. I can't unsee it anymore. Dance for Kids, Alter. Oh. Hide your children. Was? Hui. Yay. Ich muss einfach nur die Sonne preisen. Die Stage. Also, ich bin eher hyped auf die Stage als auf den Charakter. Ja, same. Ey, dieser Smash ist so unfassbar lame. Und am meisten Hype bin ich auf die Patch Notes. Ja. Ja, Sephiroth, töte ihn, bitte! Ach stimmt, Sephiroth gibt es ja auch in Kingdom Hearts. Ja. Nein, scheiße. Mann, sind die Sebastian. Sebastian. Der one-shottet fucking Galeem, aber Sora kriegt er nicht kaputt. Und dieser Alt. Ich hasse es. Hm. Warum kam da zwei Pichos aus einem Ei? Ja, eben so. Scheiße. Er guckt. Nö. Nein, Mario, brech ihm jemand die Hand. Mario, nimm ihm die Hand einfach weg. Das ist eine Steine. Das war's wirklich. Ich bin traurig. Uff. Also Kazuya besser, da war wenigstens der Trailer lustig. Ja. Wie Sakurai da sitzt. My final message. Goodbye.